Unser nächster Gast ist wieder ein Niedersachse, wie Klaus Meine vor. Ein ganz besonderer. Und ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gefunden haben. Wir haben ja hier eine Runde, da sitzt ein erfolgreicher Musiker, ein erfolgreicher Koch, eine erfolgreiche Autorin, ich will Ihnen nicht Unrecht tun, ein erfolgreicher Schriftsteller, eine fantastische Vulkanexpertin. Mit wem würden Sie eigentlich am liebsten mal 2 Tage tauschen? Oh, oder auch 2 Tage. Also ich finde das alles faszinierend, Politikersatz. Aber ernsthaft, wir haben uns ein bisschen vorunterhalten, Krimi-Buchautor. Herr Wolf, Ostfriesen-Krimis. Und das fand ich schon immer faszinierend. Und dann auch mit heimatlichem Bezug, also insofern. Sind Sie auch jemand, der schreibt selber? Also nicht nur Grundsatzpapiere, sondern etwas, was leichter lesbar ist? Aber nur für mich. Machen Sie wirklich? Schon in Jugendjahren? Ja, manchmal einfach auch nur in meinem Kopf und dann geht es manchmal auch durch die Finger. Ich komme zu selten dazu, aber das ist schon eine Sache, die mich beschäftigt. Also eine Art Tagebuch, wenn es sich ergibt. Nee, das nicht. Ich habe ein relativ gutes Gedächtnis, was in dem Job auch nicht so bescheuert ist. Mhm. Ich merke mir unglaublich viel, manchmal auch ganz großen Unsinn. Mhm. Aber haben Sie ein eigenes Buch? Zettelwirtschaft? Zettelwirtschaft, schmeiße es auch mal wieder weg. Oder ein Computer oder so. Aber ich habe schon den Traum, irgendwann mal was zu schreiben. Aber gerne auch ein Krimi. Ich denke auch, ein Politiker versucht zu gestalten. Mhm. Und ein Autor auch. Das ist ja ganz nah. Ich bin da etwas freier. Ich kann meine Welt gestalten, wie ich möchte. Und jemanden entkommen lassen, wenn ich möchte. Oder auch umlegen, notfalls. Gut, das hab ich jetzt nicht vor. Seid ihr begrenzt, das ist auch gut. Das ist auch gut so. Ja, ich bin ein bisschen überrascht von der Antwort, weil ich hätte eher gedacht, er sagt, ich würde gerne mit Tim Raue mal tauschen. Weil es heißt, dass Sie ein ganz passabler Koch seien. Ja, aber für den Hausgebrauch. Also ich kann mich nicht mit einem Profi vergleichen. Naja, wer kennt das schon von uns? Ja, aber Sie tun es offenbar gerne. Ja, gerne. Und wie Sie sehen, leider esse ich auch gerne. Aber nee, das ist so ein Ding, ich habe als Kind es nicht gelernt. Meine Mutter konnte überhaupt nicht kochen, war auch voll berufstätig. Und bei mir war das eher so Dosen aufmachen. Mhm. Und als ich dann angefangen habe zu studieren und eine Freundin hatte, die das ein bisschen konnte, hat mir das Spaß gemacht. Und es entspannt mich. Welches ist das Gericht, mit dem Sie punkten können? Ach, soll ich das vor Herrn Raue sagen? Ja. Also es sind meistens so Dinge, die eigentlich gar nicht so schwierig sind, total lecker schmecken, aber wo alle sagen, ey, das war toll. So Schmorgerichte, so ein Lammschmortopf oder sowas, so ein provenzialischen, um ein bisschen anzunehmen. Guck mal, da knurrt das. Ja, also ich finde ja, dass der große Unterschied ist, wenn du kochst für Sterne, Punkte und Auszeichnungen, dann geht es um Perfektion. Da geht es darum, alles aufs Millimeterchen genau zu machen, die Temperaturen durchzuarbeiten. Und dann gibt es die andere Form des Kochens, dass das, was ich auch nicht hatte als Kind, dass eine Mutter für dich kocht, oder in meinem Fall war es dann die Großmutter. Und die kochen ja nicht um der Perfektion willen, sondern weil sie ganz viel Liebe und Herzblut reingeben. Das sind Gerichte, die dich umarmen, die dir Wärme geben, die dich nähren. Und das, finde ich, ist die schönste Küche. Ja, und beim Schmoren, das Wichtigste ist Geduld, habe ich gelernt. Ja, und Weinchen nebenher auch, oder? Ja, da kommt schon mal nie rein. Das geht schon. Klaus, bist du Koch, Hobbykoch? Nein, leider nicht. Gar nicht? Ich esse sehr gerne, weiß auch die Sterneküche zu schätzen. Hin und wieder, wenn wir in Frankreich unterwegs sind, waren wir in Lyon bei Paul Bocuse, bei einem großen Kollegen. Ich glaube, der hat jetzt auch mittlerweile auf 2 Sterne runtergestuft. Der ist schon im Himmel. Er ist bei den Sternen jetzt. Ja, genau. Ja, aber auch großartige Küche. Aber genau, was du gesagt hast, aber mit was man braucht, sich zu ernähren und trotzdem aber mit viel Liebe und das genießen. Und es muss nicht alles immer perfekt sein, wie eben jetzt für Sterneköche. Ja, und wenn man nicht kochen kann, dann macht man halt die Flasche Wein dazu auf. Ja. Ich meine, jeder kann sich in der Küche nützlich machen. Ja. Das ist natürlich toll, wenn du so ein Spitzenkoch bist und da hast du auch eine Klientel, die es natürlich total zu schätzen weiß und die auch sehr genau dann auch nicht nur hinschauen, sondern das auch bewerten.
Es gibt dann es gibt ja auch ein Parallelleben. Ne? Also ich bin auch durchaus Privatmensch. Ich habe eine sehr, sehr große Familie jetzt mittlerweile. Und meine Schwiegermutter zum Beispiel, die nennt mich Haubenburli. Weil in Österreich gibt es weniger die Sterne, sondern die Hauben vom Gumio. Und da darf ich die Hilfsarbeiten machen. Also das heißt, man wird dann schon, bin ich auch ganz froh drum, wieder eingenordet. Und wenn man da irgendwie ankommt mit der breiten Brust und sagt, hier sind die Sterne da als Schulterklappen und ich zeig dir jetzt mal, wie es geht, dann kommt die Ingrid als Mama und sagt immer zu, Freundchen, da jetzt erstmal die Spülmaschine ausräumen, ne, und dann kannst du anfangen, die Zwiebelchen klein zu schneiden. Also unsere Giovanni, unsere Vulkanexpertin in der Runde, die hat schon mal ein ganzes Expeditionsteam ernährt als Köchin, obwohl sie gar nicht kochen kann. Mit welchen Gerichten denn? Ja. Ach, wir müssen, beim Vulkan gibt es überhaupt nichts, mit dem man kochen kann. Also ich würde dich tatsächlich gerne mal fragen. Die Platten sind immer da. Man könnte schmoren. Ja, Schmorbraten läuft super. Sagt der Heil. Völlig zu Recht, ja. Aber ich glaube, ich wäre ohne den Schwindel, dass ich kochen kann, obwohl ich überhaupt nicht kochen konnte, nie da, wo ich jetzt bin und als erster Mensch unten im Vulkan. Also ich musste da echt erfinderisch sein, weil ich musste für ein Expeditionsteam auf dem Vulkan kochen, ohne dass es dort was gab. Also mit Linsen irgendwie 4 Wochen lang eine Crew am, bei Laune halten. Ich weiß nicht, was wäre denn dein Tipp für ein Linsengericht 4 Wochen lang? Ich würde irgendwas zu essen bestellen vom nächstgelegenen Restaurant, ehrlicherweise. Aber wenn, ich bin gut im Delegieren, also das, deswegen geht das ganz gut. Wenn Herr Heil mir die Frage gestellt worden wäre, ich hätte, glaube ich, den Beruf gewählt, den ich am wenigsten kann, also zum Tauschen. Also ich beneide jeden Menschen, der singen kann. Absolut. Ich hätte gerne mit Klaus Meine mal 2 Tage, auch wenn er nicht auf Tour ist, einfach nur, wenn er für sich übt, weil es muss so ein beglückendes Erlebnis sein, zu merken, man kann singen. Das kann ich überhaupt nicht. Und ich habe auch nicht das Glück gehabt, zum Beispiel ein Instrument zu lernen. Meine Frau studiert interessanterweise Musik jetzt. Okay. Die hat zwar, ist Juristin und hat sich entschieden, nochmal was ganz anderes zu machen. Und das bewundere ich. Und insofern, ich habe es zu Hause ein bisschen und bei den Kindern auch, aber ich höre lieber. Ja, die sollen leidenschaftlicher Hörer sein. Und an der Musik, die sie hören, habe ich gehört, kann man auch ihre Laune ablesen. Das stimmt. Nämlich, erzähl, was hören Sie denn, wenn Sie schlechte Laune haben? Das Dumme, es gibt ja inzwischen darf man hier Plattformen nennen? Ja. Also es gibt Spotify. Und der Algorithmus hat mir Musik zugeordnet öfter. Da dachte ich, Gott, manchmal bist du aber ganz schön traurig. Aber wenn ich freiwillig was höre und nicht über einen Algorithmus, dann ist das manchmal nachdenklich. Das ist eher so Leonard Cohen oder bin aufgewachsen natürlich mit Ihnen, mit Scorpions. Aber vor allen Dingen auch so mit 80ern, mit Bruce Springsteen oder so. Und da gibt es ja unterschiedliche Lieder. Da gibt es welche, die sind trauriger. Dann gibt es welche, die geben einem Energie. Und ich gebe zu, so auf längeren Autofahrten, manchmal auch zu politischen Veranstaltungen oder manchmal zu Wahlkampfveranstaltungen, das hilft schon, einen auch ein bisschen aufzubauen davor. Und wenn Sie schlechte Laune haben? Dann Motorhead. Nee, also so Hardrock geht noch, aber Metal ist schon ein bisschen zu viel gewesen. Und insofern, oder mehr was Klassisches. Ja, das auch. Also es ist quer durch. Wenn ich richtig schlechte Laune habe, höre ich eher Sachen, die mich nicht noch trauriger machen, sondern die mich eher wieder nach vorne bringen. Das ist so. Das kann was Klassisches sein, das kann was von Bach sein oder das kann was Jazziges sein oder eben ordentlicher Rock. Aber es ist eher Musik hören gegen die Stimmung. Okay, okay. Und zur Aufhellung oder zur gelegentlichen Eintrübung auch. Ja. Sie haben mehrmals schon in dem Gespräch und auch davor schon von Ihrer Mama erzählt, dass sie voll berufstätig war, also sich den Luxus des Kochens gar nicht leisten konnte, dass sie auch nicht die Möglichkeit hatten, ein Instrument zu lernen. Darf ich daraus schließen, dass Sie es in Ihrer Kindheit nicht leicht gehabt haben? Wie man es nimmt. Also die war besonders. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt. Ja, wie alt waren Sie da? Ich war 6. Mhm. Und das war auch sehr unschön. Das hatte auch mit Dingen zu tun, über die ich lange nicht reden konnte. Ich habe früher auch, als ich in die Öffentlichkeit ein bisschen bekannter wurde, gedacht, ich muss mich da ein bisschen panzern. Und in den letzten Jahren, man wird älter, auch mit solchen Fragen stärker auseinandergesetzt. Und ich bin meiner Mutter wahnsinnig dankbar. Die hat uns, das war in den 70ern in Westdeutschland, jedenfalls unüblich, alleinerziehend durchgeschlagen. Die hat uns unglaublich viel mitgegeben. Ganz viel Liebe, aber auch Chancen, auch wenn da wenig Geld war. Und das war schon etwas, was mich auch geprägt hat. Aber
ich habe gebraucht, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ich bin ja wahnsinnig dankbar und ich würde ja gerne mal irgendwann so ein Denkmal setzen. Mhm. Aber Sie haben sich, denke ich, ja doch auch was zurückgegeben, denn Sie haben sich sehr um Ihre Mama gekümmert. Also Sie sich mehr um uns, als wir klein waren. Aber Sie haben versucht, was zurückzugeben. Ich habe es versucht, ja. Es hatte auch in den letzten Jahren bei ihr mit Krebs zu tun. Deshalb hat mich das ziemlich bewegt, was Sie erzählt haben. Sie hat mehrere Krebserkrankungen gehabt. Am Ende war es Leberkrebs. Und es war eine sehr, sehr besondere Zeit, die mich schon ein bisschen durchgeschüttelt hat. Es war so, dass meine Tochter geboren war und meine Mutter am nächsten Tag zu uns kam, meine Frau aus dem Krankenhaus. Und die haben sich noch eine Woche überlappt. Das ist ja oft irgendwie so. Und das hat ganz komische Gefühle in mir ausgelöst. Begeisterung über die Tochter, Euphorie und dann so die letzten Meter. Und das hat mich ziemlich beschäftigt. Es war 2014 und da habe ich auch ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt. Und da musste dann, das gehört dazu, ich will auch nicht rumjammern, das fand ich immer doof. Aber Gefühle zuzulassen, habe ich erst spät gelernt. Sie haben Ihre Mutter demnach auch gepflegt. Gepflegt ist übertrieben. Sie war lange zu Hause noch, es gab einen Pflegedienst, am Ende ging es nicht mehr. Und diese eine Woche, die war noch sehr intensiv. Mhm. Also ich hatte noch einen kleinen Jungen, der war 2, der war noch in Windeln. Baby kam in Windeln, Mutter war auch, das war so. Die war eine Woche bei uns, wollte dann in Hospiz, wir hatten dann einen Platz. Dann ist sie nach einer Nacht da verstorben. Aber es war noch eine sehr intensive letzte Woche. Mhm. Sie haben gesagt, Sie haben lange gebraucht, um über sich und über Ihre Gefühle reden zu können. Jetzt sitzen hier in dieser Runde zwei Menschen, die ganz offen bekennen, ich habe therapeutische Hilfe in Anspruch genommen, Herr Wolf und auch Herr Raue. Haben Sie sich helfen lassen, um dazu zu kommen? Oder denken Sie, dass es für einen Politiker, sowas einzugestehen, viel zu gefährlich? Nein, ich habe nicht im Sinne von professioneller Hilfe das gehabt, aber ich habe Menschen gehabt, die mir geholfen haben. Und ich habe mich viel auch mit der Frage auseinandergesetzt. Ich habe immer früher gedacht, ich bin eher ein verkopfter Mensch und versuche, Dinge auch rational zu denken. Ich habe Verantwortung in meinem Amt und Schwäche zuzugeben, ist mir sehr schwer gefallen. Weil ich dachte, es macht dich schwach und angreifbar. Mhm. Und wie gesagt, muss man das nicht mit Jammern verwechseln, aber ich habe festgestellt, Schwächen oder auch mal Ärger zuzugeben, das macht dich nicht schwächer. Darf ich mal ein anderes Beispiel nennen? Mhm. Ich habe irgendwann mal erlebt, dass mich ein Kollege, ich sage nicht wer. Kollege Politiker. Ja, genau. Sagen wir, ein anderes Mitglied einer Bundesregierung, der ich mal angehört habe, in einem Streit per SMS Arschloch genannt hat. Wirklich? Nur, ging die SMS nur an Sie oder ja, gleich an mehrere Genossen? Ja, deshalb sage ich auch keinen Namen. Okay. Ich sage auch nicht, welche Partei. War in der Koalition. Und gleich haben wir es raus. Das ist jetzt so ein bisschen wie so ein kleines Geheimnis. Wir fangen sofort an. Nein, alt oder jung, Mann oder Frau, CDU oder SPD. Man muss in der Politik auch schweigen. Ja, klar. Ja, klar. Aber am Anfang habe ich gedacht, da reagierst du gar nicht drauf. Also erstens ist das so unterirdisch, unter Kollegen so zu reagieren, auch wenn man streitet. Und wenn, soll der sich mal entschuldigen. Aber ich sage da gar nichts. Und ich habe nicht reagiert, weil ich dachte, das ist professionell. Ich habe aber festgestellt, das hat mich echt geärgert. Tagelang. Das hat mich eine Nacht lang geärgert, nach dem Motto, was ist das für eine Unverschämtheit? Ich habe dann irgendwann später, als wir einen anderen Konflikt hatten, zu ihm gesagt, du, das war dir aber doof, das hat mich echt verletzt. Und dann ging es mir besser und er hat sich entschuldigt oder so. Ich will nur aber sagen, Sie haben das Wort benutzen können, ich war verletzt. Ich habe mich geärgert. Ich hätte das früher nie zugegeben, weil in unserem Job, das gilt ja für viele, die hier sind, wie gesagt, ist man oft gefordert, und kann sich nicht immer mit Gefühl nach außen bringen. Wir machen Politik auch für Menschen, denen es verdammt viel schlechter geht. Man will nicht rumjammern. Man will auch keinen mit seinem Gefühlsleben belasten. Das sagen Sie jetzt zum dritten Mal. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man mal jammert. Ich habe gelernt, dass das auch dazugehört. Ja. Es heißt übrigens, weil Sie von diesem Menschen geredet haben, der uns hoffentlich zuschaut, Sie können ziemlich gut Politiker nachmachen. Stimmt das? Ja. Alle, quer durch alle Parteien? Nee, nicht alle. Nicht alle. Wer ist denn Ihr Lieblingspolitiker? Sie wollen mich jetzt dazu verführen, dass ich das so offen hier tue wahrscheinlich. Ich bin da zurückhaltend. Aber sagen wir mal so, ich habe der Bundeskanzlerin irgendwann, ich bin der mal begegnet und sie hat mich ziemlich entwaffnet, Frau Merkel damals.
also Vorgängerin von Olaf Scholz. Und wir erinnern uns noch gut. Ja. Und jetzt sagte zur Begrüßung zu mir, Herr Heil, ich habe mal gehört, dass Sie mich öfter nachmachen. Ich finde das nicht schlimm, ich mache auch Leute nach. Dann hat sie internationale Politiker nachgemacht, die ich nicht nachmachen konnte. Aber ich kann auch andere Bundeskanzler, wenn Sie das... Können Sie auch andere Bundeskanzler, das war jetzt ins Kohlsche abgedriftet? Nee, das war eher so, lassen Sie mal die Kirche im Dorf, Sie werden... Ah, der Schröder, ne, als Niedersachse. Ja. Aber wie gesagt, ich muss aufpassen, weil... Verstehe. Wer weiß, wer jetzt mich gibt's danach... wieder nachher als Arschloch. Sie sind ja ein relativ junger Politiker noch, aber schon sehr, sehr lange dabei. 98 ja. Sind Sie Bundestagsabgeordneter geworden und für die Politik initiiert, also jedenfalls so könnte man eine Legende stricken, sind Sie schon als Kind, weil Ihre Mama hat Sie mal mitgenommen auf eine Konferenz oder einen Kongress. Kirchentag. Kirchentag war das, okay. Und da sprach Helmut Schmidt. Und das muss ich Ihnen einfach mal zeigen. Davon gibt es ein Fotodokument. Schauen Sie mal genau hin, wer das Haben Sie an dieses Bild, von dem ich gelesen habe, dass es auch bei Ihnen im Büro hängt, ja, eigentlich auch an die Situation Erinnerung oder sind Sie nur über das Bild immer wieder auf dieses Ereignis gestoßen worden? Doch, ich habe Erinnerung. Ich weiß noch ziemlich genau, das war 1979. Ich war so 6, 7 Jahre alt. Es war in Nürnberg, ein evangelischer Kirchentag. Und mir muss stinklangweilig gewesen sein. Also da redete Helmut Schmidt, ich wusste nicht, wer das war, der Bundeskanzler. Meine Mutter war ein großer Fan. Und mir war langweilig. Ich kreuchte nach vorne, habe Faxen gemacht. Das ist nicht das einzige Bild, das ist eine Reihe. Und am nächsten Tag waren diese Fotos in einer Zeitung, in der Nürnberger Nachricht. Da stand dann, Hubertus. Überschrift war der Knabe, der dem Kanzler ganz, ganz nah sein wollte. Also ich will da nicht eine Legende stricken. Das hat mich nicht politisch geprägt, das waren andere Dinge. Aber ich gebe zu, als ich dann so zu den Jusos kam, also als junger... Das hat sie doch bestimmt eher verdächtig. Da habe ich das Foto eher versteckt. Ja. Bei den Jusos nicht ganz so beliebt war damals. Aber ich muss sagen, ich bin natürlich ein großer Bewunderer dieses großartigen Mannes. Haben Sie denn ihm das Bild noch gezeigt? Ja. Und er hat gelacht. Und er hat so eine komische Art gehabt, in der SPD duzen wir uns alle, weil wir aus einer Bewegung kommen. Aber er ist so hanseatisch und hat dann immer den Vornamen genannt und gesiezt. Ja, ja, das ist das berühmte Hamburger Sie. Ja, Hubertus, wie alt waren Sie denn da? Mich so eher so examiniert. Und dann hat er nur ha gemacht. Das war okay. Und dann, ich habe ihn in der Zeit besucht in Hamburg, also eine Zeitung, die Sie kennen, glaube ich. Ah, ich habe eine Vorahnung. Ich habe ein Abo. Ja. Also ich besuchte ihn 2008, war das, glaube ich, in Hamburg in seinem Büro. Es war ein bisschen verraucht, wie das so war. Und er begrüßte mich mit, Sie haben mir ja doch diesen Grundsatzprogrammentwurf geschickt. Ich habe ihn natürlich nicht gelesen. Aber auf Seite 38 steht was über China, das stimmt nicht. Insofern, das hatte jemand für ihn bestimmt rausgefunden. Der hatte einen sehr, sehr robusten Humor und auch einen robusten Umgang. Aber wie gesagt, ein toller Typ. Herr Heil, ein großartiger Staatsmann. Sie haben einiges verraten, auch von sich, wofür ich großen Respekt habe. Und ich glaube, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Eine letzte Frage, wenn die Ihnen wahnsinnig unangenehm ist, dann brechen wir auch einfach ab. Aber weil Sie, schönen weil, Tag noch. Weil wir schon von Helmut Schmidt reden, rauchen Sie noch so viel wie früher? Ja, aber ich bin ja Gott sei Dank nicht Karl Lauterbach. Ja, nein, das ist nicht aber, der Gesundheitsminister. Nein, es ist keine schöne Eigenschaft und ich versuche das nicht vor meinen Kindern zu tun. Mhm. Ich habe es auch mal 5 Jahre geschafft, das nicht zu tun. Aber ich bin leider rückfällig geworden. Und wir mögen Menschen mit Schwächen. Vielen lieben Dank für Ihren Besuch. Herzlichen Dank.